Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um ein Messgerät, welches uns anzeigt, ob die Autobatterie noch in Ordnung ist oder nicht. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, wofür sollte man das Ganze prüfen? A, natürlich, um zu wissen, ist die Batterie soweit in Ordnung, vor allem dann kurz bevor es auf den Winter zugeht, da wird die Batterie nochmal besonders beansprucht. Aber natürlich auch, um zu prüfen, ist die Batterie noch soweit in Ordnung, falls zum Beispiel mein Start-Stopp nicht funktioniert. Das könnte eine Ursache sein, wieso Start-Stopp nicht funktioniert. Ich habe hierzu schon zahlreiche Videos gemacht. Schaut euch die Videos mal auf meiner Internetseite an. Dort gibt es verschiedene Lösungsansätze, falls euer Start-Stopp nicht funktioniert. Aber das A und O ist natürlich, dass die Autobatterie komplett in Ordnung sein muss. Ja, und hier können wir das Ganze nur mit einem entsprechenden Messgerät prüfen. Ich habe hier so ein Messgerät. Und ich verlinke euch das Ganze wie immer unter der Videobeschreibung sowie auch auf meiner Internetseite. Das Messgerät ist sehr, sehr, sehr einfach in der Handhabung. Man kann absolut nichts falsch machen. Es wird geliefert mit einer englischen Betriebsanleitung, aber auf der Internetseite kann man sich die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen runterladen, unter anderem Deutsch, Italienisch, Englisch und so weiter, kann man sich das Ganze dann runterladen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt mal an und schauen uns mal an, was das Messgerät kann und wie der Zustand meiner Autobatterie ist. Kurz zur Info, mein Auto hat jetzt 10 Tage gestanden, weil ich einfach nirgends hin musste, beziehungsweise mit meinem alten Ford Focus gefahren bin. Und ich habe jetzt einfach mal die Gelegenheit genutzt, um jetzt mal nach 10 Tagen zu schauen, was macht denn die Batterie. Und ja, hierzu habe ich natürlich das Auto aufgemacht. Musste also hier aufsperren, alles ist hochgefahren, um die Motorhaube halt aufzumachen und habe dann das Auto eine Stunde nochmal stehen lassen, um wirklich sicher zu sein, dass nochmal alles heruntergefahren worden ist. Steht auch so in der Bedienungsanleitung, alle Verbraucher sollen ausgeschaltet sein. Ja, danach schließen wir das Messgerät an die Pole direkt. Hier drauf achten, A, dass die Pole sauber sind und B, dass natürlich das Messgerät guten Kontakt zu den Polen hat. Das Messgerät selber hat keine Batterie und nimmt sich ja den Strom von der Autobatterie. Sobald man also das Gerät an die 12 Volt der Autobatterie anschließt, startet auch dieses Gerät. Und wir schauen uns erstmal an, welche Einstellungen es gibt. Unter anderem gibt es dort die Einstellung, dass man die Sprache auswählen kann. Dort gibt es Französisch, Deutsch, Polnisch, Italienisch und andere, wie ihr seht. Ich lasse das Ganze einfach mal auf Englisch, damit es halt im Video auch die Zuschauer, die nicht aus Deutschland kommen, verstehen. Neben den Sprachen gibt es noch die Möglichkeit, einen Tastenton einzustellen, also ein- oder auszuschalten. Falls ihr meine anderen Videos schon kennt, wisst ihr, ich mag keine Tastentöne, also schalte ich das Ganze auch. Danach wird uns gezeigt, wie man einen Screenshot macht, also eine Bildschirmaufnahme. Das geschieht, indem man die Hoch- und Runtertaste gleichzeitig drückt. Bis zu 10 Aufnahmen können gespeichert werden und dann über den USB-Anschluss, der sich am Gerät verbindet, auf den PC übertragen werden. Danach gibt es noch einen Selbsttest. Dort können wir überprüfen, ob das Display in Ordnung ist, also ob alle Farben angezeigt werden und ob alle Tasten funktionieren an diesem Gerät. Und zu guter Letzt natürlich über das Gerät, also welche Hardware- und welche Softwareversion habe ich denn da jetzt auf dem Gerät, das ich erworben habe. Neben diesen Einstellungen oder nachdem wir diese getätigt haben, kommen wir jetzt eigentlich zu den Tests. Es gibt 4 Tests, die wir durchführen können. Das erste ist der Batterietest, das, was uns eigentlich am meisten interessiert. Hier gibt es einen Schnelltest. Dort versucht das Messgerät zu erkennen, welche Batterie ist angeschlossen, führt einen Test durch und gibt uns dann eine Info, ob die Batterie okay ist oder nicht. Der Standardtest ist ein bisschen aufwendiger in der Konfiguration. Man muss nämlich zuerst mal auswählen, welche Batterie wir haben. Wie wir wissen, haben wir bei unserem Ford Focus eine EFB-Batterie, die können wir auswählen und danach wählt man noch die Parameter der Batterie aus. Die findet man auf dem Label der Batterie. Bei mir war es SAE und dann entsprechend die Amperezahl, also der Kaltstartstrom CCA. Hier sind es bei mir 700 Ampere. Man kann mit den Hoch- und Runtertasten in 5er Schritten das Ganze einstellen und mit den Tasten links und rechts in 20er Schritten, um schneller zum Ergebnis zu kommen. Ja, danach drückt man OK und es wird einem direkt ein Ergebnis angezeigt, nämlich das, was die Batterie eigentlich haben soll, das, was gemessen worden ist, der Innenwiderstand und wie der aktuelle Zustand der Batterie ist. Und unten wird dann angezeigt, ob die Batterie okay ist oder entsprechend nicht und gegebenenfalls ersetzt werden muss. Der zweite Test ist der Starttest. Hierzu starten wir das Messgerät bzw. wählen die Startoption aus. Das Messgerät misst etwas und danach muss man den Motor starten und das mit OK bestätigen. Und das Messgerät misst dann weiter und zeigt uns einen Wert an.
Es wird ein Min- und Maxwert angezeigt. Auch beim Starten liefert noch die Batterie die entsprechende Leistung, beziehungsweise der Spannungsabfall ist nicht so groß und alles ist gut. Der dritte Test ist der Ladetest. Sprich, hier wird die Lichtmaschine, der Generator, überprüft, wie viel bringt der und ja, wird die Batterie entsprechend richtig geladen. Hierzu zeigt uns das Messgerät auch an, was wir tun sollen. Wir sollen also für 3 Sekunden das Fernlicht einschalten, danach die Drehzahl auf ca. 2500 Umdrehungen die Minute halten für ca. 3 Sekunden und ist das erledigt, drücken wir dann die OK-Taste und eine Messung erfolgt und hier zeigt uns das Gerät dann auch an, ob das Ganze in dem Rahmen ist, in dem es sich bewegen soll oder nicht. Zu guter Letzt gibt es noch einen Punkt, der nennt sich Wave. Dort wird angezeigt, wie der Ripple, also wie die Schwankung der Spannung über den zeitlichen Verlauf ist. Auch hier wird ein Min- und Maxwert angezeigt. Zu guter Letzt gibt es natürlich noch den Punkt Print, also Screenshots. Und dort sehen wir dann abgespeicherte Screenshots. Ja, das war es zu diesem Messgerät. Wie ihr seht, ganz, ganz einfach in der Bedienung. Man kann absolut nichts falsch machen. In 99% der Fälle reicht der erste Test, dass man weiß, ob die Batterie in Ordnung ist oder nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!